Hi Leute und willkommen zurück zu diesem richtig verregneten Tag heute. Wir sind wieder zurück bei Enshrouded und wir gucken uns natürlich weiter um. Und ach, wie schön, der Regen hört auf. Das ist ja easy peasy dann. Lasst uns mal kurz auf die Karte schauen. Wir haben ja noch ein paar Quests und die eine führt uns zum Obelisk der Erbauer, glaube ich. Nee. Die eine führt uns hierher, findet Notenblätter. Lasst uns mal ganz kurz hier reinschauen. Bring die reinen Seelen zurück. Bei Fenrik's Farm. Huh. Wo ist denn das? Auf der Karte anzeigen? Oh, das ist hier hinten. Aha, okay. Dann setzen wir uns das mal als Wegpunkt und ich würde sagen, dann düsen wir doch erstmal dorthin, oder? So, wo müssen wir denn hin? Einmal da lang. Bin gespannt, was uns da jetzt erwartet. So wie es aussah, können wir da vielleicht einen neuen NPC bekommen. Das wäre natürlich richtig cool. Das heißt, ich bin gespannt, was der dann kann. Vielleicht können wir uns bei dem irgendwelche neue Deko oder so craften. Gucken wir mal. Es ist nicht mehr lang, nur noch 400 Meter. Ich schätze, dass es da hinter diesem Felsen ist. Kann ich nochmal rauf? Nee, gerade nicht. Okay. Ja gut, dann landen wir halt hier. Und düsen weiter. So, wo bist du denn? Ist es das hier? Ja, 2 Meter. Fenrik's Farm. Neuer Ort markiert. Was gibt's hier? Oh, ganz viele lila Beeren. Die nehmen wir natürlich mit. Die können ja nie schaden. Da haben wir auch noch was. Und rote Pilze nehmen wir natürlich auch mit. Wenn das hier schon in so einer Hülle und Fülle ist. So. Position erreicht. Ja gut. Und was soll ich jetzt machen? Du kannst jetzt die Seelen derer zurückholen, die dahin gerafft wurden, ohne vom Miasma oder dem Elixier berührt worden zu sein. Untersuche das auf deiner Karte markierte Gebiet nach Hinweisen, um nach Hinweisen zu suchen. Okay. Ja gut, dann untersuchen wir mal. Das ist ja interessant. Ist hier irgendwas? Reparieren. Das habe ich tatsächlich mal wieder vergessen, bevor ich los bin. Wenn, dann wird wahrscheinlich hier im Haupthaus irgendwas sein. Vermutlich. Ah ja. Neben der Kiste. Ach Leute, ich habe schon wieder die Dietriche vergessen. Ist doch nicht dein Ernst. Egal, wir lesen erstmal. Fen, die Wölfe müssen fort. Fanny, ich habe die Nase voll. Seit Wochen beschwere ich mich über diese Wölfe. Sie trauen sich von Tag zu Tag mehr und schleichen nachts um das Haus herum. Ich verspreche bei allem, was mir heilig ist, dass ich dich mit nichts als Roggen- und Bohnensuppe zurücklassen werde. Nimm die Axt und vertreibe sofort diese Wölfe. Quest: Wölfe an der Tür. Ich schätze mal, dass wir die Wölfe in die Flucht schlagen müssen. Können wir ja machen. Hier ist zum Beispiel einer. Oh, ja gut. Mit der Axt wird das ein bisschen schwierig. Okay, machen wir weiter mit ihm hier. Hoppala, und mit ihm. Und irgendwo, Standort unten. Hä? Wo unten? Ist irgendwo ein Keller oder so? Leute, habe ich irgendwas übersehen? Ach, jetzt checke ich es erst. Wir müssen jetzt wieder in die Richtung düsen. Okay. Na gut. Wahrscheinlich müssen wir jetzt einfach so ein Wolfsnest kaputt machen. Hier, das da, die Höhle. Ja, okay, das macht Sinn. Alles klar. Dann gucken wir mal hier rein. Alle Wölfe. Was geht hier ab? Ich brauche Licht. Oh, geht's denn jetzt hier lang?
Ah, da kann man, glaube ich, was lesen, oder? Seele sammeln. Henrik Mills Jr. Hä? Ich habe eine Seele gesammelt. Okay. Und jetzt? Fest aktualisiert. Bringe die reinen Seelen zurück. Aber hier ist doch noch irgendwas. Ach, die Axt habe ich. Und was ist da noch? Eine Fackel. Okay. Gehen wir mal wieder raus. Das ist ja witzig. Und die Quest habe ich jetzt anscheinend abgeschlossen. Bringe die Seelen zurück. Du hast eine reine Seele gerettet. Beschwöre sie in deiner Basis. Na gut, dann gehen wir mal kurz heim. Okidoki, also. Wir brauchen den Beschwörungsstab. So, wo habe ich denn den hingepackt, Leute? Könnt ihr mir das mal verraten? Da ist er. Dann nehmen wir den mal hierher. Schauen mal, wo er ist. Verstehe ich jetzt nicht. Ah, im Menü des Beschwörungsstabs kannst du zwischen verschiedenen Kategorien wechseln. Überlebende? Assistenten, hier haben wir ihn. Okay, dann stell dich halt mal einfach da so hin. Hallo, ja, servus. Ah, und jetzt steht er da, okay. Herstellen, was kann er denn Geiles? Ach so, er kann auch Essen herstellen. Cool, das heißt, er ist quasi das, wie heißt denn das, Dependant? Nee. Ah, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Zur Bäuerin. Und deswegen können wir ihn an jeder beliebigen Stelle auch hinstellen. Das ist cool. Die Wolfshöhle. Die Wölfe sind hier. Ich bin umzingelt. Hilfe. Atme langsam, Fenric. Du bist nicht mehr in der Höhle. Du da. Hast du mich gerettet? Was für ein Wunder. Du hast mich aus der grauenhaften Dunkelheit geholt und hierher gebracht. Oh, endlich kann ich die Axt weglegen und die Sichel in die Hand nehmen. Ich dachte, die Hochweiden seien sicher, aber unsere Felder sind leer. Wo sind alle hin? Bevor ich mich in mein frühes Grab begab, war Kevinsruh unsere Bastion der Hoffnung. Warst du dort? Ist doch jemand übrig? Vielleicht jemand wie ich, eine verlorene Seele, die sich noch festhält? Wir sind einfache Leute. Alles, was wir brauchen, ist etwas zu essen und ein warmes, geschütztes Bett. Wenn du ein freies Bett hast, nehme ich es gern an. Wähle eins aus und weise es mir mit deinem Beschwörungsstab zu. Okay, er möchte also ein Bett. So, wisst ihr was? Dann lasse ich ihn doch mal ganz großzügigerweise in meinem Bettchen schlafen. Henry Mills Jr. zuweisen. Wunderbar, und schon haben wir auch diese Quest abgeschlossen. Mann, das Beschwörungsstab-Dings nervt mich gerade. So, den können wir also wieder ablegen. Und was hatte ich dabei? Ich glaube, die hier. Sehr schön. Schauen wir mal, was sie alle sonst noch so für Quests haben. Kleine Gartenzwerge. Er braucht also einen Zwerg. Ist ja interessant. Quest, einen Gartenzwerg finden. Und wo finde ich den? Einen Gartenzwerg finden. Auf der Karte anzeigen. Hier im Feldsichelhof oder was? Der ist auch nicht so weit weg von uns. Na gut, dann suchen wir ihm doch seinen Gartenzwerg. Wird dieses Mal ein recht witziger Part, glaube ich. So, 205 Meter. Einfach geradeaus. Ich bin gespannt, was da für ein Gartenzwerg auf uns warten wird. Ob das genauso einer ist, wie ich mir vorstelle. Oder was sich King Games darunter vorstellt. Der Hof sieht auf jeden Fall aus, als würde er irgendwie brennen. Oder irre ich mich? Nehmen wir mal die Axt in der Hand. Feldsichelhof. Ach so, da sind die Wuka, deswegen. Gut, die tun uns ja nichts. Das heißt, irgendwo hier muss irgendein Gartenzwerg sein. Da oben kann ich rauf. Was ist denn hier? Er schaufelt sein eigenes Grab.
Ich sehe ihn, wenn ich aufwache, die Spitze seines kleinen teuflischen blauen Hutes. Und was für ein dummer Hut das ist, so spitz und albern und voller Hass. Ich sehe ihn, wenn ich meine Augen schließe, das böse Lächeln, die zitternde Schaufel in seinen winzigen, faltigen Händen. Ich sehe ihn graben, graben, graben auf den Feldern. Er will mich hineinschubsen, er will mich unter Steinen und Erde begraben. Ich habe diesen Unhold satt, das Grab, das er in der Erde meiner Felder gräbt, wird sein eigenes Grab sein. Und wenn er dann weg ist, kann ich endlich wieder schlafen, fest schlafen, so fest, und niemand wird mich mehr verrückt nennen. Ich sehe ihn graben, 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 graben auf den Feldern. Er will mich hineinschubsen. La 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 la. Nee, Quatsch. Ja, war es das jetzt hier? Nö, ich muss immer noch diesen blöden Gartenzwerg finden, aber wö. Wuka, wo sind die Gartenzwerge? Zeig ihn mir. Vielleicht muss ich alles kaputt machen. Aber es kann doch nicht sein. Ich wette, ich muss irgendwo graben. Vielleicht hier? Ha! Leute, ich bin gut. Hier haben wir einen Gartenzwerg. Gartenzwerg plus zwei mehr unter Bäuerin. Das ist ja geil. Das heißt, die Quest müsste eigentlich fertig sein, oder? Sieht so aus. Wir haben jetzt hier noch die eine Quest. Wir, die einzigen. Und das ist jetzt, glaube ich, die Frau, die er uns erzählt hat. Und die sollen wir jetzt auch quasi finden. Wo ist denn das? Hier. Dann gehen wir mal dahin. Gut, einmal in die Richtung, noch ungefähr 200 Meter. Es irritiert mich ein bisschen, dieses andere, was da mal angezeigt wird. So, also. Hier rein, oder was? Ja. Es hat genau dieselbe Richtung wie das andere Graffel, gell? 60 Meter Standort oben. Ja gut, okay. Dann, wo führt denn da ein Weg hin? Da durch, oder was? Och nee, wartet mal. Ist da nicht diese doofe Alte? Komme ich da nicht irgendwie anders hoch? Ach Mann, okay, ein Versuch war's wert. Dann gehen wir halt hier lang. Wo geht's denn hier hoch? Hier kommen wir auf jeden Fall raus und ich habe wieder meine Dietriche vergessen. So hässlich. Na also, endlich, ey. Lang genug hat es gedauert. So, und wir müssen zu dem Turm. Ich weiß, dass hier die dicke Alte war. Ich bin doch nicht blöd, oder? Tja. Wo geht's rauf? Boah, Dietrich. Das war leicht. Okay, und jetzt müssen wir uns hier so... Oh. Hier so hochwurschteln. Oh nein. Oh ja, Mann, ey. Irgendwie ist so... Ich bin doch einfach zu blöd zum Scheißen. Ah, schon wieder. Geht's doch nicht anders hoch? Zerfix. Ah ja, okay. Gut, geschafft. Halt, hier ist eine Kiste. Mit Feuerbällen. Noch weiter rauf, ich glaube ja. Okay, okay. Okay, wir haben Hannah Reed. Hello, Hannah. Dann gehen wir mal heim wieder. Dann brauche ich natürlich wieder den Beschwörungsstab. Und ach Mann, die Alte will ja jetzt auch ein Bett haben. Wartet mal, ich möchte nicht ihn, sondern Stadtbewohner. Hä, wer ist denn Anton Godwin? Man, ach genau, jetzt fällt es mir ein. Jetzt weiß ich wieder, wer das war. Den haben wir ja, ich weiß nicht, im ersten oder zweiten Part schon gefunden. Jetzt, den habe ich ja total vergessen, Leute. Ja gut, dann kommt der halt jetzt dahin. Servus. Wie viele Seelen gibt's denn? So, er braucht auch ein Bett. Und wo ist jetzt... Hä? Wo ist sie jetzt hingedüst?
Hä? Da ist er. Okay, also die sind ziemlich schnell unterwegs. Das heißt, ich werde sie auf jeden Fall suchen gehen. Ich glaube, dass sie da gerade langläuft. Und mir dann die ganzen Quests hier annehmen. Und an der Stelle den Part dann auch wieder beenden. War auf jeden Fall echt ein lustiger Part. Jetzt haben wir zumindest mal 3 neue Hausbewohner, was auch nicht schlecht ist. Und genau, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob es noch mehr verlorene Seelen gibt, die es zu finden gilt. Und dann wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Abend und wir sehen uns im nächsten Part. Bye, bye.